Nach jedem Tag, an dem ich synchronisiert habe, war ich danach echt fertig, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist so, weil man vielleicht auch so ein hohes oder so einen hohen Grad an Konzentration hat, weil man ja wirklich, man muss das Bild beobachten, man muss die Momente treffen, man hat ja auch ein Timing, das man einhalten muss. Aber spielt ja auch dabei, also muss die Körperhaltung ja verstehen, die simulieren und da einfach mitgehen. Und das ist dann, danach merkt man richtig, wie sehr das eigentlich beansprucht, so.